Ja, im Moment gibt es hier so beide Tendenzen. Weiterbildungen, Fortbildungen. Ja, die meisten mit Maske, ich jetzt nicht. Bin gleichgeschaltet. Das ist zum Teil hier eben leider auch doch sehr einfach. Also einfacher als in Deutschland. Kanton Zürich. Aber dann in Zürich Stadt, zumindest unter freiem Himmel, waren schon deutlich weniger maskierte Menschen. Gestern. Ja, ich muss sagen, in der Situation bin ich immer ganz positiv und habe auch gar nicht gedacht, dass mich das irgendwie so erreicht. Aber dann, ich verarbeite das dann manchmal nachts, schlafe ich kurz ein, wache auf, mein Herz rast. Ja, und dann habe ich wohl doch gemerkt, dass ich in dem Moment doch irgendwie ein bisschen schockiert war und so ein bisschen mal wieder dieses Vertrauen und den Glauben in die Menschheit für einen kurzen Spot verloren hatte. Aber dann darf man einfach auch wirklich wieder reingehen in die Verbundenheit und das abgeben. Weil wir können machen, was wir machen können. Und ansonsten können wir es abgeben im Gebet oder eben einfach im, ja, in diesem Urvertrauen. Das heißt nicht, dass wir nicht handeln sollen, das will ich damit nicht sagen, aber mir ist jetzt nochmal so bewusst geworden, ich bin ja wieder neu an einer Arbeitsstelle, ich gehe immer so rein in Systeme und dann kommt da wirklich mehr Leben rein, mehr Freude, Veränderung. Und früher war das aber immer so, diesmal ging das wirklich sehr schnell alles. Die Prozesse gehen ja auch immer schneller und auch für einen selbst immer schneller. Früher, wenn dann aber da eben, in der Schweiz war das viel schlimmer als in Deutschland, nicht so das schöne Miteinander war. Hier verbunden im Herzen und so. Hier wurde tatsächlich Konkurrenz auch noch häufig als Triebkraft eingesetzt. Dann bekam ich irgendwie das Heulen innerlich oder habe mich dann irgendwann auch abgegrenzt und zurückgezogen, habe so gesehen an mich herangelassen und schon wurde es schwierig. Jetzt. Da hat mir Lena Giga auch geholfen. Da habe ich mir wirklich gesagt, das ist nicht meine Sache. Es wird meine Realität, wenn ich es zu meiner Realität mache. Wenn ich mich gar nicht einlasse und mir eine andere Realität erschaffe, dann hänge ich da auch nicht wieder drin. Und genau so läuft es jetzt auch. Und was eben im Kleinen so läuft, die Frage stelle ich mir schon so lange. Die Gesetzmäßigkeiten gelten auch global. Auch wenn das dann natürlich nicht so einfach ist. Unter all dem, was jetzt gerade noch abläuft. Aber letztlich sind es Gesetzmäßigkeiten, göttliche. Genauso wie ich hier ankam und dann dachte, im Hinblick auf diese christliche Community, Gemeinschaft, oh, ich möchte aber nicht, dass diese Leute großen Einfluss auf mein Leben nehmen, weil er ist bestimmt nicht gut, gutwillig, gut gemeint, nicht in meinem Sinne, auch nicht im göttlichen, wenn man so will, Einklang. Im Hinblick auf Lebensaufgabe und so weiter. Ja, gedacht, gefürchtet, erschaffen. Tatsächlich. Ja, die Gedanken, die Befürchtungen und schon kommt es ins Leben. Im Kleinen wie im Großen, so ist es doch. Deswegen frage ich mich das schon so lange und sagen wir mal, jetzt ist es keine Frage mehr, es ist schon länger eine Gewissheit. Und daran dürfen wir bei der Aufklärung, in der Aufklärung wirklich auch denken. Das darf nicht vernachlässigt werden, bitte. Das ist doch eine Erfahrung, die wir auch alle machen. Je nachdem, wie weit wir da schon drin sind oder wie weit wir gekommen sind in unseren Prozessen. So, ich möchte aber trotzdem noch mal was bringen zur Maske. Hört einfach auf den Namen. Ich spule dann vor. Noch ist sie im Netz. Zwischendurch war sie rausgenommen, gelöscht. Aber ich habe gehört, man findet sie jetzt wieder. Also hört auf den Namen. Sie ist Neurobiologin. Sie schildert, warum es für Kinder so besonders gefährlich ist, das Maske tragen, weil sie eben wirklich noch eine total aktive Zellaktivität haben, Hirnaktivität, ständig in Bewegung, ständig beobachten, lernen, offen, wach, aktiv, agil. Nee, eine Neurologin ist sie. Also hört auf den Namen, ich spule dann vor und lasse nur die Message am Ende noch ablaufen, weil ich die so schön und ermutigend für mein Heimatland, für Deutschland finde. Also für das deutsche Volk, einfach für die Deutschen. Gut,
wenn jemand sagt, ich möchte es aber doch mal ganz hören, dann kann ich es auch mal noch mal, oder eben er findet es im Netz nicht und möchte es hören, dann kann er mir einfach kurz schreiben, dann filme ich es doch auch noch mal komplett ab und stelle es rein. Sie ist schon eine Vertreterin jetzt, die als Medizinerin auch sagt und glaubt, dass es da eben eine lokalisierte Aminosäure gibt, also dieses Virus. Aber eben, Nanometer, Partikelchen, winzig klein, kann man ja auch nur unter dem Elektronenmikroskop irgendwie sichten, diese irgendwie lokalisierte Aminosäure. Und eben, dass die sowieso die Masche einer jeden Maske passiert. Also, dass das überhaupt keinerlei Barriere darstellt. Hört auf ihren Namen und ich spule dann vor. Und wie gesagt, wenn jemand Interesse hat, es ganz zu hören, es ist schon ein guter Beitrag, wirklich. Dann schreibt mir, dann filme ich es später auch nochmal ganz ab, weil ich will im Anschluss noch was anderes bringen. Hallo. Dies ist mein erstes Video und selbst auf die Gefahr hin, dass ich mich bodenlos blamieren werde, werde ich dieses Video machen. Ich bin keine große Rednerin, aber ich sehe den Menschen in die Augen und wenn sie lächeln, weiß ich, dass sie mich verstanden haben. Das funktioniert in jeder Sprache und mit jedem Akzent. Mein Name ist Margareta Gries-Bresson. Ich bin Neurologin mit Gutachterpraxis in Mülheim in Deutschland und neurologischer Praxis in London. Ich verfolge mit wachsender Besorgnis die Ereignisse in Deutschland und weltweit. Corona hat sich als mittelschwere Grippe entpuppt und die Maßnahmen als absolute Katastrophe auf jeder Ebene. Die nächste Grippe kommt mit dem nächsten Winter. Aber bitte keine Panik. Die Amerikaner sagen, it takes two to tango. Das heißt, zum Tango tanzen braucht es zwei. Auch für eine Infektion braucht es zwei. Einen Erreger und einen Wirt. Und wenn der Wirt stark ist, kann er dem Erreger auf Augenhöhe begegnen. Die Gesundheit oder unsere Gesundheit liegt großenteils in unseren eigenen Händen. Durch gute Nahrung, gutes Wasser, viel Bewegung, Geselligkeit, Freude, Freunde, Liebe und viel, viel frischer Luft können wir unser Immunsystem stärken. Fällt euch dabei etwas auf? Genau dies verbietet uns die Regierung. Und was sie uns im Gegenzug empfiehlt, ist Händedesinfektion, Abstand und Mund- und Nasenbedeckung. Zur Händedesinfektion sind in kürzester Zeit ungeheure Mengen an ungeprüften Produkten auf den Markt geschmissen worden. Das Ausmaß von Allergien, Hauterkrankungen, Immunreaktionen, Ekzemen können wir uns gar nicht ausmalen. Ja, wie gesagt, es geht immer weiter. Sie äußert sich dann auch noch weiter zur Maske und im Hinblick auf, in Bezug auf Kinder dann auch speziell, ganz wichtig. Es geht nicht um Masken. Es geht nicht um Viren. Und es geht sicherlich nicht um Ihre Gesundheit. Es geht um viel, viel mehr. Ich mache nicht mit. Ich habe keine Angst, Frau Merkel. Ich komme aus Rumänien. Ich habe Ceausescu überlebt. Vor meiner Ausreise in die Bundesrepublik war ich Dauergast bei der rumänischen Polizei. Ich habe damals auch bei Regen dunkle Sonnenbrillen getragen, damit man die verweinten Augen nicht sehen konnte. Damals hatte ich Angst. Ich war jung. Ich wollte leben. Und als ich in Deutschland angekommen bin, musste ich manchmal auf der Straße stehen bleiben, weil ich vor Glück nicht weitergehen konnte. Ich bin in Deutschland. Ich bin frei. Dieses Gefühl kennt nur jemand,
der schon mal unfrei war. Heute habe ich keine Angst mehr. Ich hatte ein wunderbares und erfülltes Leben. Ich durfte Medizin studieren. Ich habe mein praktisches Jahr auf Hawaii gemacht, meine Facharztausbildung in New York. Und alles, was ich heute habe und bin, verdanke ich Deutschland. Und wenn ich heute zu Demonstrationen gehe, stehe ich stellvertretend für die, die heute jung sind und vielleicht Angst haben, wie ich damals. Ich will Ihnen noch etwas sagen. Die Diktatur des Proletariats in all seiner Scheußlichkeit hat uns freie Ausbildung, Arbeit, Gesundheitsversorgung und Rente gesichert. Bitte haben Sie keine Illusion, dass die Finanzdiktatur, die uns jetzt bevorsteht, Ihnen auch nur im Entferntesten etwas Ähnliches bieten wird. Wie Sie merken, nehmen Sie uns bereits die Luft zum Atmen. Das Gebot der Stunde ist Eigenverantwortung. Wir sind verantwortlich für das, was wir denken, nicht die Medien. Wir sind verantwortlich für das, was wir tun, nicht unser Chef. Wir sind verantwortlich für unsere Gesundheit, nicht die WHO. Und wir sind verantwortlich für das, was in unserem Land geschieht. Nicht unsere Regierung. Wach auf, Deutschland. Du bist ein so wunderbares Land. Ein so wunderbares Volk. Danke. Danke, Deutschland. Tschüss. Ja, ich lasse es jetzt mal so stehen, weil ich finde, dass es doch sehr gut gesprochen und sehr berührend ist. Ich sag mal, die Menschen wachen auf immer mehr und dazu gehört eben Nein sagen, einfach nicht mitspielen, aber auch auf das Herz hören und nach dieser Verbundenheit jeden Tag immer wieder neu ja, suchen und finden. Ich wollte noch Bodo Schiffmann bringen, aber das lasse ich jetzt mal. Ich möchte es eigentlich nach dem, was sie jetzt abschließend gesagt hat, diese Frau, zu stehen lassen. Bodo Schiffmann, das findet ihr ja auch, wenn ihr seinen Namen eingebt. Er hat danach auch schon wieder noch 1-2 neuere Videos gemacht, aber vor einigen Tagen hat er eins reingestellt, da war er auch sehr aufgewühlt, weil er von einem Arztkollegen die Nachricht bekommen hatte, dass 2 13-Jährige verstorben sind, bedingt durch die Maske. Ich habe erst gedacht, wie kann das sein? Es muss ihnen doch schlecht gegangen sein und es kann doch nicht sein, dass es nicht gespürt wurde von ihnen selbst, von Eltern und so weiter. Aber dann habe ich mich erinnert, als ich im Ruhrgebiet war, ist eine 18-, 19-Jährige in einem Schreibwarengeschäft umgefallen und die Mutter, also ich habe es ja dann gemacht, ich habe das in einem Video ja schon mal erwähnt, ist nicht auf die Idee gekommen und hätte ihr die Maske nicht vom Gesicht genommen, obwohl sie da ohnmächtig am Boden lag. Für den Moment. Also, das ist natürlich sehr, sehr traurig. Und der Bodo Schiffmann äußert sich auch genau wie Sie abschließend. Tut was. Jeder Einzelne ist in der Verantwortung, darf aufwachen. Wacht auf jetzt bitte, wirklich. Geht da rein in eure Kraft. Ich zeige jetzt noch mal was anderes, weil wie gesagt, wenn ihr das hören möchtet, er hat da sich differenzierter und länger zu geäußert und eben auch am Ende den Appell, dass er und eben Michael Ballweg und wie sie alle heißen, nicht die neue Berieselung darstellen, so wie die Alternative zum Mainstream, sondern eben, dass da nicht nur hingeschaut und vielleicht mal applaudiert werden soll oder eben auch kritisch diskutiert am Stammtisch, sondern
Jeder Einzelne tut was, handelt. Ich zeige jetzt mal was anderes, nicht das Video, wie gesagt, vom Bodo Schiffmann. Wer es finden möchte, es ist nicht gelöscht, es ist im Netz. Und es sind tatsächlich ja auch noch andere Kinder während des Lockdowns gestorben. Auch bei mir in der Gegend hat mir das ein Zahnarzt erzählt, weil die Eltern nicht ins Krankenhaus gegangen sind, haben mit Hausmitteln rumgedoktert und eben ein geplatzter Appendix dann eben doch, ja, meistens leider tödlich endet. Also da sind zwei Kinder dort in der Region, Grundschulalter, bedingt dadurch verstorben. Also es sind schon traurige Dinge passiert. Und deswegen finde ich durchaus, hört euch den Bodo Schiffmann ruhig an dem Punkt nochmal an, wenn ihr denkt, das interessiert nochmal oder das ist nochmal bei mir in der Familie, im Freundeskreis auch etwas, was aufrütteln kann und eben deshalb hörenswert und teilenswert dort ist. Jetzt schaut mal, das ist einmal die Aura, winzig klein, bei Angst, so gut wie keine. Und dann die Aura, wenn man in der Liebe ist, in der Kraft. Das Herz, das könnt ihr zum Beispiel auch mal bei Lena Gieger nachhören. Ich finde, die bringt das sehr gut, sehr einfach, sehr verständlich auf den Punkt. Ja, wie weitreichend die Frequenz, die Energie unseres Herzens ist. Und unser Herz ist auch das einzige Organ, direkte Verbindung zur Seele, zum Göttlichen, zu unserem höheren Selbst, aber eben wirklich auch zu Gott. Und es ist das einzige Organ, was auch nichts an Krebs erkranken kann. Ja, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Herzliche Grüße von mir.